In Salzburg herrschen noch tiefwinterliche Verhältnisse, dennoch die Vorbereitung ist aufgenommen. Seit zwei Wochen trainiert Austria Salzburg wieder im Freien, bereitet sich auf die so wichtige Frühjahrsaison in der ersten Landesliga vor. Mit dabei schon drei Neuzugänge, nämlich Florian Hirsch, Pascal Taboga und Raphael Reitzhammer. Zwei davon stellen wir euch heute vor in Violette TV, nämlich Florian Hirsch und Pascal Taboga. Grüß euch, ich bin der Pascal Taboga, 19 und rechter Flügelspieler. Pascal, du kommst von ASC Simbach. In welcher Liga spielen die in Bayern? Bezirksoberliga. Bezirksoberliga. Ich habe dann auf die Homepage geschaut, da steht Sensationstransfer. Ich habe dann ein bisschen weiter gelesen. Die sind ja dort nicht unbedingt begeistert, sage ich mal, dass du nach Salzburg gewechselt bist. Ja, es stimmt. Ich habe in der halben Saison eine gute Rolle gespielt beim ASC und wir haben wegen einer Verletzungspech. Zwei Leistungsträger sind ausgeschieden und jetzt bin ich auch noch weggefallen. Jetzt haben sie wegen einem Mangel. Du verlagerst überhaupt deinen Lebensmittelpunkt nach Salzburg, wenn ich es richtig mitbekommen habe? Ja, genau, beruflich, und meine Freundin ist daher gekommen und studiert in Salzburg und darum bin ich jetzt auch zu Austria. Wir fragen noch, wie ist der Kontakt zustande gekommen, so ungefähr? Ja, ich habe in der Jugend schon ziemlich hoch gespielt und wollte jetzt dann auch wieder, und habe letzte Landesliga gespielt bei uns in Deutschland und wollte jetzt wieder ein gewisses Niveau erreichen, weil wir halt letztes Jahr abgestiegen sind. Und jetzt wollte ich halt in Salzburg wieder in einem Verein spielen, der ein gewisses Niveau hat, und dann haben wir uns mit Gerhard in Verbindung gesetzt und so ist es dann recht schnell gegangen. Ja, wir sind ja schon einige Bayern hier gewohnt, wie Würnstl oder Tscheche Real. Deine ersten Eindrücke jetzt nach zwei Wochen Austria Salzburg? Super. Die Leute sind super drauf, haben eine junge Mannschaft oder gemischte Mannschaft, super Trainer, super Umfeld, also alles super. Du, sag ich mal, bist 19, hast du gesagt? Ja, genau. Sag ich mal, Nachwuchshoffnung ist, ich meine, da gibt es noch Jüngere, aber da wirst du jetzt probieren, ein paar Klassen höher wieder durchzusetzen, bist sehr spritzig. Was hast du dir persönlich vorgenommen, willst du dich entwickeln im Frühjahr? Ja, auf alle Fälle erst einmal Stammplatz auf der Außenbahn oder halt auf einer gewissen Position. Wird wahrscheinlich schwer, aber ich gebe alles. Dein Ziel dann, außer persönlich, was soll die Austria, wo soll es am Ende stehen nach der Saison? Meisterschaft. Das wünschen wir uns. Alles Gute bei der Austria. Danke, Pascal. Danke. Ja, hallo, ich bin der Hirsch Flo. Ich bin 25 Jahre und rechter Verteidiger. She came from planet Flair. Flo, du kommst von Bad Schallerbach, warst ja vor zwei Jahren schon in Salzburg, damals in der zweiten Bundesliga in Österreich, hast bei SV Grödig gespielt, bist dann, wenn ich richtig nachrechne, in die vierte oder fünfte Klasse runtergewechselt? Vierte. In die vierte. Wenn wir kurz fragen davor, was hat es da spezielle Gründe gegeben? Jetzt kommst du ja wegen der Liebe aus Wagrain zu Austria nach Salzburg. Ja, wir sind abgestiegen mit Grödig. Ich wollte eigentlich in Grödig bleiben, leider ist das nichts geworden. Habe mir eigentlich noch am Verein in der zweiten Liga wieder umgesucht. Habe mir auch vorgestellt, es wird leichter. Aber mit der Wirtschaftskrise ist es halt relativ schwierig geworden, einen Verein zu finden. Und es waren relativ viele Spieler am Markt. Und ich wollte einfach bis Winter nicht stehen und mich selbst fit halten, sondern doch bei einem Verein spielen. Und durch einen Freund ist das nachher zustande gekommen, dass ich nach Schallerbach gewechselt bin. Ich habe auf die Seite geschaut, du bist dort als Mr. Assist bekannt, das war der Spitzname. Wie viele Torvorlagen hast du dort aufgelegt? Ja, ich habe jetzt in der Halbsaison 14 Tore aufgelegt. Okay, ich hoffe, da können wir uns auf einiges gefasst machen im Frühjahr. Jetzt haben wir zwei Testspiele hinter uns, natürlich kurze Zeit, zwei Wochen Vorbereitung, aber trotzdem der erste Eindruck von der Mannschaft. Ja, die Mannschaft ist schwer in Ordnung, es sind die Spieler schwer in Ordnung, der Trainer, das Umfeld, das passt alles. Die zwei Spiele sind super verlaufen, heute haben wir leider verloren, aber ja, okay, mit dem muss man rechnen, es ist erst die zweite Woche in der Vorbereitung und man kann positiv nach vorn sehen. Deine Ziele fürs Frühjahr mit der Austria? Ja, Meister, ganz klar. Ganz klar, und dann wieder eine Klasse höher in die Regionalliga? Ja, dann schauen wir zuerst einmal den Meistertitel, den muss man, denke ich, zu 100% schaffen werden und dann in der Regionalliga mal festsetzen. Das wünschen wir uns alle. Alles Gute für die Austria und für dich bei der Austria. Danke.